langes, wallendes, voluminöses. Wer braucht es nicht? Wer will es nicht? Ja, liebe Leute, ich würde sagen, ich habe die Länge meines, das überhaupt kaum. Ich habe die Maximum. Vor allem die. Ich habe die Maximum. Artikel. Was sind Artikel? Ich vermische sie, ich benutze sie anders. Ich habe das Maximum meiner Länge dieses Haares erreicht. Ich glaube, meine Haare waren noch nie so lang, wie sie es gerade zu sein scheinen. Nicht scheinen, sie sind es tatsächlich. Auch wenn es manchmal scheint, als hätte ich einen Dachschaden. Ich würde euch jetzt hier die Illusion nicht nehmen, ja, weil ich sehe das ja. Ich bin ja nicht blind, ja. Also ich gucke ja in den Spiegel und denke mir dann manchmal so, wow, das ist schon schön. Es geht über die Brust. Welche Frau will nicht, dass die Haare über die Brust gehen so? Hört man das, dass meine Dusche tropft? Das tut sie einfach immer random, obwohl ich gar nicht geduscht habe. Ich habe vor einer Woche das letzte Mal geduscht. Ich verstehe gar nicht, warum die tropft. Wisst ihr, was ich faszinierend finde? Ich lasse mich so leicht ablenken, das ist der Wahnsinn. Meine Stativtasche steht so auf dieser Couch, als wäre das Stativ noch drin. Dabei steht mein Handy auf dem Stativ. Und ihr wollt gar nicht wissen, wie das Handy auf diesem Stativ steht. Es steht 1A, als wäre da noch was drin. Aber ich sag euch ehrlich, wie es ist, liebe Leute, da draußen, vor den Bildschirmen. Es gibt richtig viele Dinge von langen Haaren, die einfach super nervig sind. First world problem. Hi. Hier ist eine privilegierte Person, die regt sich über ihre langen Haare auf. So selbstreflektiert bin ich dann doch schon. Hat schon mal jemand daran gedacht, wie das ist, wenn man sich die Haare wäscht? Wenn man eine Länge von, sagen wir mal, insgesamt sind es bestimmt 45, 50 cm Haar an seinem Kopf dran kleben hat. Man geht in die Dusche, man wäscht sich seine Haare, die Haare sind schon noch nass, ja. Und man denkt sich, Föhn benutzen ist nicht so gut für die Haarstruktur. Da versuchen wir sie diese mal trocknen zu lassen an der Luft. Nach 3-4 Stunden sehen die Haare immer noch so aus. Ja. Und wenn man mit nassen Haaren schlafen geht, dann sehen die Haare am nächsten Morgen so aus. So. Und wenn man die Haare föhnt mit langen Haaren, braucht man ungefähr 2 Stunden. Und man denkt sich auch so, wenn ich dann eine bestimmte Länge erreicht habe, ich werde mir die extravagantesten Frisuren der Welt machen. Es gibt so viele Hochsteckfrisuren und Miley-Zöpfe, die jetzt momentan in sind. Und Braids, die mich mir flechten kann. Nicht flechten, es ist flechten. Und die Tatsache, wie oft man das dann wirklich macht, ist dann, sieht dann ein bisschen anders aus. Ich könnte jetzt irgendetwas Cooles, Extravagantes, Außergewöhnliches, aber es ist einfach bequemer zu tragen. Ja, ich habe mich wieder dafür entschlossen, meine Haare unten zu tragen, in dem Bett, ganz langweilig. Es ist einfach immer wieder so, dass es einfach viel zu schwer ist, meine Haare hier oben zu tragen. Ragele, magele! Schreibt mir mal bitte, was ihr für eine Arbeitsfrisur habt. Ich entscheide mich meistens für eine Frisur, weil ich einfach sehr praktisch veranlagt bin. Also ich liebe auch Ästhetik, aber was an mir selber auch oft passiert, ist auch oft sehr praktisch. Und kann mir mal jemand verraten, was dieses Ding bei Friseuren ist? Also der Schnitt, der kostet sie 30 Euro. Wenn sie aber 2 cm längere Haare haben als über die Schulter, dann kostet ihnen der Schnitt 62 Euro. Dann haben sie ja lange Haare. Da soll man mir hier mal sagen, warum ich hier immer wieder kein Geld auf dem Konto habe am Ende des Monats. Ich bin für Empowerment, liebe Freunde. Ich liebe es, wenn ich draußen Menschen sehe, die sich hübsch machen, die sich schön machen, die sich zurecht machen, ihren Körper feiern und sagen, hier, ich probiere Sachen aus. Ich bin ein sehr pragmatischer Mensch, wie schon gerade eben gesagt. Ich habe ein im Auge. Wie eben schon gesagt, for Sky, Cologne, Casco, tschüss, Kevin, hallo. Manchmal, da denke ich mir bei mir selber so, Anna, du bist jetzt, wenn ich dich selber in Schwitzkasten nehme, könnte ich Schwitz gerade sofort auf die Stelle tun. Deutsche Sprache. Ich bin selber ein sehr pragmatischer Mensch, das heißt, ich liebe es auch einfach ungeschminkt und verzaust mit Haaren und wie Gott mich schuf, aus dieser Haustür rauszugehen
um mir keinen Kopf zu machen, wie ich aussehe. Ich bin auch zum Beispiel jemand, wir haben gerade 21 Uhr und ich habe mich hingesetzt und geschminkt. Denkt ihr, ich bin den ganzen Tag so rumgelaufen? Nee. Ich feiere es einfach, wenn Leute sagen, ich probiere hier Sachen aus, ich versuche das, ich benutze diese Farbe und das gefällt mir gut und das ist mein Ding. Ich muss aber dazu sagen, dass mir auch sehr oft aufgefallen ist, seitdem ich ungeschminkt aus dem Haus gehe. Ich habe Ende dieses letzten Jahres, oder war das Anfang dieses Jahres, gepostet auf Instagram, dass ich momentan fast nur noch ungeschminkt rumlaufe. Und jetzt kommen wir auch zu dem Punkt, der mir leider, muss ich zugeben, aufgefallen ist. Man wird als Frau, wenn man sich nicht so viele Gedanken um ihr Äußeres macht, leider mehr in Ruhe gelassen, als wenn man sich Gedanken um sein Äußeres gemacht hat. Das soll kein Rage sein, es ist einfach eine fucking Tatsache, wissenschaftlich begründet von einer Frau, die es halt tagtäglich auch erlebt. Wenn ich aus diesem Haus rausgehe und ich mich dazu entschlossen habe, Make-up drauf zu machen und meine Haare offen zu tragen, ist es einfach anstrengender. Ich lebe in der Großstadt, ich lebe in Berlin, ich weiß nicht, also tut bestimmt das ein oder andere zur Sache. Das ist auch so eine Sache mit langen Haaren. Lange Haare sind schön und lange Haare sind halt leider auch für sexistische Menschen eine Einladung. Und das bekommt man nicht zu selten zu spüren. Ich liebe Frauen, die selbstbewusst hingehen und sagen, hey there, that's my hair and I know they look pretty and you just have to handle it. Do your thing, please. Ich liebe es, wenn Leute selbstbewusst rausgehen. Ich sage nur, das ist ein Punkt, der ist halt ein bisschen einfach ätzend. Long hair are pretty, but it's not the world. I mean, is much more. Dann gibt es noch so die Behauptung, wenn man sich zu viel über seine Haare beschwert und so, dass sie dann abfallen oder so ein Scheiß. Wer glaubt schon an so ein Scheiß? Ich habe es getan. Ich habe es getan. Hier unten noch lange Haare. Die scheinen dann noch von vorgestern zu sein. Vielleicht soll ich mal saugen. Also ihr Lieben, ich habe meine Haare gespendet. Ich habe es fein getan. Ich habe noch überlegt, ob ich noch ein Stückchen dran wachsen lassen soll, aber ich habe es nicht mehr ausgehalten. Falls ihr auch zu lange Haare habt, ihr einfach nur genervt von denen seid und ihr auch so jemand seid, der zum Beispiel, keine Ahnung, sich denkt, hey, I want something new, ausprobieren, dann schaut in meine Infobox, Werbung aus Überzeugung. Da könnt ihr euch schlau machen, wo ich hingespendet habe. Wenn ihr quasi auch sagt, hey, ich schenke meine Haare jemanden, der sich vielleicht daran mehr erfreut, während ich mich an meinen kurzen Fluseln mehr freuen kann. Und der oder diejenige kann vielleicht keine Haare haben zum Beispiel. Ja, und dem würdest du damit halt eine Riesenfreude machen. Das war eigentlich schon alles. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Hinterlasst mir gerne einen Kommentar, wenn ihr bis hierhin dran geblieben seid. Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Geht raus, genießt die Sonne. Und dann sage ich Paris Athen. Auf Wiedersehen. Bis nächste Woche. Tschüss.